Hi, ich bin's Gustav mit F. Ich bin heute in Hollywood. Ja, ich bin in L.A. Und wir waren hier natürlich wegen Battlefield, aber sind ja noch wegen ein paar anderen Sachen. Aber im Allgemeinen bin ich jetzt erstmal hier, um einfach mit euch noch weiter Spaß zu haben, sozusagen. Ich werde mir jetzt hier Fortnite antun auf einem Laptop. Das ist nicht so schlimm, aber mit dieser Maus, das ist sehr schlimm. Und mit einer Verbindung, also mit der Hotel-WLAN-Verbindung. Holy shit, ist die schlecht. Das macht eher nicht so viel Spaß. Aber wir werden das Beste draus machen. Und wenn wir hier, ich sag mal, Top 10 schaffen, ja, dann bin ich wirklich zufrieden. Weil das ist schon viel verlangt. Ich sag's euch ehrlich. Das ist viel verlangt. So. Hier oben ist was für eine Waffe? Nimm! Oh mein Gott, die Verbindung ist so schlecht, ne? Haben wir auf jeden Fall gut getroffen. Jawohl. Ich lad mal nicht nach. Oh Gott, die Verbindung ist so schrecklich, ne? Merkt ihr das, wie ich hier rumglitsche? Ach du Kacke, Mann. Ah, ist so eine fehlerhafte Waffe, wo man eher sofort nachladen muss, obwohl die erst gefunden wurde. Ja, glaube ich, ne? Oh, ich glaube, er ist getötet worden. Jo. Nee. Hier drin war jemand. Ja, oh mein Gott. Oh, C4. Und tschüss. Wir spielen ja hier auf NA-Servern. Da wird mal, ne, da wird ja immer unterstellt, dass sie voll einfach sind. Und ich würde halt einfach mal jetzt auch etwas sagen. Nein, sie sind nicht lächerlich einfach. Auch hier sind gute Spieler. Und vielleicht ist hier vermehrt mal ein Bob dazwischen. Das mag sein. Aber grundsätzlich sind auch hier natürlich gute Spieler. Als ob fucking nicht. Wow, das war nicht so gut. Alter Schwede. Also die Internetverbindung hier gerade ist das, wogegen ich kämpfe, wenn du mich fragst. Oh, eine Headshot kassiert. Hat er. Auch wenn es ewig gedauert hat, ihn zu treffen. Baby. Das war nicht einfach. Ja, Baby. Zum Glück hat er nicht mit dem Raketenwerfer geschossen. Also dafür bin ich dir dankbar, Bro. Let's go. So, Jungs. Ich habe meine 4 Kills. Also wo ist der Rest hier? Ihr wisst gar nicht, wie schwer das für mir fällt hier. Es ist wirklich nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Es spielt so viel gegen mich, wie zum Beispiel auch diese unfassbar schlechte Verbindung. Es ist so schwer, aber es ist auch sehr spannend, so zu spielen. Weil es einfach eine Herausforderung wieder ist. Man könnte es als Challenge bezeichnen. Würdet ihr es als Challenge bezeichnen? Warum? Wo soll ich abbauen? Guckt mal an, wie viel ich habe. Da vorne habe ich einen gesehen. Ich habe nicht mal ein Jump Pad. Oh, come on, man. Ich wollte echt gerne ein Jump Pad haben. Wow. Das ist gerade echt enttäuschend, wenn du mich fragst. Wir haben 4 Leute getötet. Wir haben echt... Ich hab... Ah, doch, dahinter. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Oh, 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 oh. Das war reines Glück, aber... Den haben wir so gegeben. Was? Wir haben erst mal 2 Headshots gegeben. Und auch nur die. Nur 2 Headshots reingetan, ne? Sonst nix. Krank. Oh, okay. Vielleicht können wir uns irgendwie an den Rand schleichen. Aber der ist auch nicht drin, oder? Oh, oh, da geht's ab. Da könnten wir vielleicht mit teilhaben, du. Oriental Burgers hat jemand mit Schrot vollgepumpt. Ich denke mal, das war der gerade. Der Oriental Burgers. Oh, krass, Alter. Der scheint echt nicht schlecht zu sein. Ja, shit, Mann. Was machen wir denn jetzt so? Weil ich habe ja jetzt nicht viel. Ne?
Okay, da haben wir ganz guten Dienst geleistet, würde ich sagen. Oh, komm mal. Dein Ernst? Jemand anderes hat mir das gerade runtergeschossen. Das war einfach irgendjemand anderes. Wow. Wow. Ich baue mich hier mal einfach hoch, ne? So gut das geht mit diesem Lipping. Okay. Ja, jetzt will er mich snipen, oder was? Oh, come on. Ach, Scheiße! Das ist so Nein! Es ist Oriental Burgers auch noch gewesen! Nein! Boah, ist das schwer. Wir stehen hier vor echt mehreren Problemen. Das war zwar jetzt schon echt... Also, das war schon echt in Ordnung, was wir da geschafft haben. Aber wir stehen vor mehreren Problemen. Und vor allen Dingen haben wir das Problem der Maus. Dann haben wir ein Problem mit der Verbindung. Die ist richtig schlimm. Wow. Und, das war's schon eigentlich, ne? Ansonsten, mit dem Laptop kann man halt eigentlich relativ normal spielen. So, ist halt ein super Bildschirm, ne? Hat ja auch die Leistung, die man braucht dafür. Ich komme nicht ganz so auf die FPS, die ich sonst kenne. Aber, ja, das ist halt so. Aber, ja, keine Ahnung. Ich habe halt sonst 1080 Ti. Wow. Ist schon verwunderlich, dass man nicht auf die gleichen FPS kommt, Kappa. Okay, hier sind einige Leute. Hier ist eine Kiste. Wundervoll. Na komm. Give it to me, baby. Ah, nice. Ich dachte schon so, ihr wisst ja, was ich über die MP5 denke. Eigentlich, was jeder über die MP5 denkt. Niemand mag die MP5. Like, come on, man. Ist hier jemand gelandet? Scheinbar nicht, ne? Ich will beide haben am liebsten. Hi. Da habe ich mich in eine Situation begeben, in der ich einen Riesennachteil hatte, ne? Einen Riesennachteil. Aber irgendwie haben wir es geschafft, da rauszukommen. Holy moly. Das war echt, da hätten wir alles verlieren können. Es macht schon Spaß, einfach mal so im Hotelzimmer ein Ründchen zu spielen. Aber man merkt schon, wenn es nicht dein eigenes Setup ist allein schon, dann ist es schon schwer. Aber wenn es dann halt so ein anderes Setup ist, dann ist nicht gut Kirschen essen? Keine Ahnung, Mann. Ist auf jeden Fall gut. Wir haben einen Kill, den haben wir uns gegönnt. Der war extrem schwer zu holen, weil wir uns eigentlich verspielt haben letztendlich. Aber es fällt mir schwer, hier normal zu spielen, bin ich ganz ehrlich. Okay, das ist neu. Oh, da ist ja direkt hier vor jemand. Ah, schade, Mann. Mal sehen, was jetzt passiert. What the fuck? Soll ich einen No-Scope geben? 360 No-Scope. No way. Ist das gerade passiert, oder? No way habe ich das gerade gemacht. Oh. Okay, der ist nicht so gut, glaube ich.
Ich glaube, der ist nicht ganz so gut. Okay, cool. Nehme ich. Hey, auch solche Kills nehme ich, Mann. Aber besonders, wenn man so ein 360 gemacht hat, wie wir gerade, ja, dann darf man solche Kills machen. Dann darf man aber sowas von solche Kills machen. Hammer. Hammer. Okay, der hat so eine coole Shotgun. Ich glaube, die nehme ich tatsächlich. Weil ich mir unsicher bin eh mit den Shotguns derzeit. Also, es könnten in der Theorie von da aus Leute kommen, weil da wird halt geschlossen jetzt. Oh ja, hier. Hä? Wann habe ich das denn gemacht? Sich eingebaut oder? Noch nicht ganz, ja. Wir haben sie auf jeden Fall mal getroffen. ist schon anstrengend, sowas, ne? Ja, deswegen macht sie das, damit ich halt von jemand anderem getötet werde. Das ist, es bleibt, wie es schon seit langem ist. Bauen ist stärker als Schießen. Schön gemacht. Schön haben wir den gerade geholt, oder? Das war auch wieder nicht einfach. Eins am anderen. Ey, wieder so eine super Runde. Aber vor allem die Runde, die ist ja eh für die Ewigkeit. Die ist für die Ewigkeit wegen diesem No-Scope. Den kann uns niemand mehr wegnehmen. Wow. Wow. Oh. Okay, kommt der jetzt hergeflogen? Der ist aber jetzt nicht in den Baum rein, oder? Doch. Und tschüss. Er hat's überlebt. Keine Ahnung, ich will ihn jetzt haben. Oh, ich glaube, der weiß nicht, dass ich komme. Oh. Ja, super. Ja. Jo. Der Typ fuckt übertrieben ab. Den haben wir geholt. Der hat auf jeden Fall eine Scar, aber ich weiß gerade nicht, wie ich da hinkommen soll. Dann habe ich den weniger als gar nicht versucht zu nehmen. Okay, das ist der letzte Typ. Vielleicht können wir den snipen. Also wir sind echt nah dran zu gewinnen und das ist mehr, als ich hätte mir wünschen können quasi. Jawohl, okay, drauf, ne? Wir haben es geschafft, Mann. Let's go. Ich glaube das gar nicht, dass wir so gewonnen haben. Ne? Ich glaube das gar nicht. So, damit ihr wisst, wie das Ganze hier nämlich eigentlich aussieht. Oh mein Gott. So sieht das hier gerade aus. Was? Ja, hier ist die kleine Maus, mit der ich spiele. Und da ist schon mein Licht, was so reflektiert. Es ist was. Ich glaube gar nicht, dass wir das gerade geschafft haben. Ne? Danke, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich auf die nächste... Was? Wir haben echt gewonnen. Geil, Mann. Überragend. Hätte ich nicht. Habe ich nicht mit gerechnet. Ehrlich, ich wollte eigentlich nur Top 10 oder so nochmal erreichen. Hammer.
Oh, ist das geil.